Die meisten finden es wahrscheinlich einleuchtend, dass Plagiate und Urheberrechtsverletzungen in Wikipedia nicht erlaubt sind. Du darfst nicht einfach Passagen aus einem Buch oder einer Webseite kopieren, um daraus einen Wikipedia-Artikel zu machen. Da Wikipedia ein Gemeinschaftsprojekt ist, in dem die Arbeit einer Person auf die einer anderen aufbaut und Teile von Artikeln oft aus unterschiedlichen Quellen kommen, ist es gut, sich Wikipedias Regeln bezüglich Plagiaten und Urheberrecht einmal genauer anzuschauen. Wenn du einen Artikel verbesserst, den andere begonnen haben, kann es vorkommen, dass du über folgende Arten von Plagiaten stolperst. Zunächst gibt es Plagiate ohne irgendeine Namensnennung. Ein solches Komplettplagiat ist ein Text, der direkt aus einer anderen Quelle in Wikipedia kopiert wird, ohne eine Kennzeichnung. Es gibt auch Plagiate zitierter Quellen. Wenn ein Verweis bzw. eine Fußnote eingefügt wird, die auf den Ursprung der Information verlinkt, der Text aber Wort für Wort übernommen wird, ist das eine weitere häufige Form des Plagiats. Und dann gibt es noch die sogenannte enge Paraphrasierung. Die liegt vor, wenn jemand Quellmaterial übernimmt und den Text umschreibt, ohne dabei die Grundstruktur und die Bedeutung des Ursprungstexts zu ändern. Es können dabei nur einzelne Sätze oder Satzteile übernommen sein. Oder es könnte auch sogar jedes einzelne Wort ausgetauscht sein und dennoch würde es sich dabei um ein Plagiat handeln, solange die Bedeutung und die Struktur des Textes dieselbe ist wie im Ursprungstext. Es ist also keine gute Idee für Wikipedia zu schreiben, indem man eine Quelle kopiert und den Text dann Stück für Stück umschreibt. Stattdessen solltest du Informationen lieber von Anfang an in deinen eigenen Worten schreiben und, wo nötig, ein korrektes Zitat einfügen. Ein anderes Problem sind Urheberrechtsverletzungen. Denn viele Plagiatsfälle sind auch Urheberrechtsverletzungen. Wenn jemand aber zum Beispiel den Liedtext eines Popsongs in den Artikel zu diesem Song kopiert, kann das eine Urheberrechtsverletzung darstellen, ohne ein Plagiat zu sein. Und wenn ein Artikel Passagen eines Gerichtsurteils zitiert, ohne dies kenntlich zu machen, ist dies ein Plagiat, obwohl der kopierte Text zum allgemeinen Gut gehört und keinen urheberrechtlichen Beschränkungen unterliegt. Beides ist in Wikipedia unzulässig. Was solltest du also tun, wenn du auf ein Plagiat stößt? Überarbeite es. Toll ist, wenn du den Inhalt mit deinen eigenen Worten ersetzt, weil so die Informationen weiterhin erhalten bleiben. Du kannst die Passage auch entfernen. In jedem Fall solltest du ein gefundenes Plagiat nicht einfach stehen lassen. Ganz besonders nicht, wenn du auf den Artikel aufbauen willst. Inhalte zu entfernen, die nicht in Wikipedia gehören, ist übrigens ein guter Weg der Verbesserung. Innerhalb der Wikipedia-Community gibt es ein breites Spektrum an Methoden, Plagiate zu identifizieren und zu entfernen. Die wichtigste Methode ist ganz einfach. Lies Artikel und überprüfe die Quellen. So merkst du auch schnell, wenn Teile eines Textes stilistisch nicht so ganz zum Rest passen. Weil die Versionsgeschichten von Wikipedia-Artikeln öffentlich einsehbar sind, können Plagiate noch Monate und sogar Jahre später zu der Person zurückverfolgt werden, die sie eingefügt hat. Also achte bitte ganz besonders darauf, kein Plagiat in Wikipedia einzufügen. Viel Spaß beim Editieren!